Hallo zusammen, ich habe hier eine gebrauchte Kühlbox, eine Wemo 41 und diese kühlt nicht mehr. Ich habe hier die Kühlbox angeschlossen, hier über ein Netzgerät, das ist noch ein DR mit Vorrangschaltung, 12 Volt. Das gibt es nicht mehr, es gibt jetzt ein Nachfolgemodell, verlinke ich euch dann oben im Video beschrieben. Und das stecke ich hier ein. 230 Volt, so habe ich hier 12 Volt drin. Und was brauche ich jetzt zum Schauen? Die Kühlbox läuft und kühlt nicht. Das heißt, der Ventilator läuft, der Kompressor läuft und kühlt nicht. Das ist Kältemittelmangel. Oder Kompressordefekt oder System zu. Was brauche ich zum Nachkontrollieren? Schraubenzieher, Philips Kreuzschlitz Größe 1. Da kann ich diese 6 Schrauben lösen, habe ich bereits gemacht. Und ich kann hier die Steuerung wegnehmen. Und so sehe ich hier den Kompressor und den Kondensator und den Ventilator. Der Ventilator läuft, das kann ich einfach beurteilen, der dreht. Der Kompressor läuft, ja, nein, weil der Ventilator ist meistens lauter als der Kompressor. Ich kann also den Schraubenzieher hier nehmen, ins Ohr halten, die Spitze auf den Kompressor und horchen, ob er läuft. Ich höre das eindeutig, kann ich euch schlecht demonstrieren, aber so höre ich, ob der Kompressor innen drin läuft. Wenn dieser Kompressor innen drin läuft, nehmen wir jetzt mal an, dass er in Ordnung ist. Hier habe ich noch die Schrauben. Wir schauen uns die Box von innen her an. Sie wird jetzt auch lauter, weil der Kompressor sollte nicht in dieser Lage betrieben werden. Wir haben bei diesen Boxen innen ein offenes Kühlelement. Wir könnten diese Box, das Kühlelement jetzt rausschrauben, wechseln, Kostenpunkt um die 300-400 Euro. Also nichts wechseln, sondern nachher füllen und so weiter. Wir haben hier drüben die Einspritzleistung und hier müsste das Kühlaggregat relativ schnell warm werden. Sorry, kalt werden. Wird aber nicht, aus diesem Grund wird hier zu 99% Kältemittel fehlen. Was auch sein kann an dieser Box, dass hier das Rohr zugemacht hat. Das heißt, es war mal irgendwann, hat sich irgendwas oxidiert in dieser Box. Die Box ist 11 Jahre alt. Und da hat sich eine Verschmutzung hier bisher hingeschafft und macht das Kapillarrohr zu. Dann könnte ich hier, jetzt kennt der Kältefachmann, ich kann hier den Druck messen. Könnt ihr vielleicht nicht. Wenn ihr könnt, geht der Druck runter und es kühlt nicht. Wenn kein Kältemittel ist, geht der Druck auch runter und es kühlt auch nicht. Was ist an dieser Box kaputt? Die Box hat hier, das zeige ich euch im Detail, hier in dieser Leitung liegt die Kälteleitung drin. Und wenn man jetzt hier guckt, hier ist Öl in der Leitung. Das heißt, das Öl, auch die Farbe hier hat sich weggelöst. Hier haben wir eine Oxidation dieser Leitung. Also hier ist ölig, das ist eindeutig, kann man ins Mund nehmen und testen. Ja, jetzt haben wir hier Öl gefunden. Kein Kältemittel. Und zwar ist es so, diese Kompressoren, die sind ja ölgeschmiert. Das heißt, es läuft hier drin Öl mit und das Öl wird auch im Kühlsystem mitgeschleift. Das kommt irgendwann wieder zurück und ist wieder im Kompressor. Das funktioniert in jedem Kühlsank so, dass Öl mitkommt. Wo läuft das Öl? Es läuft am Rande der Leitung. Wenn ich irgendwo eine kleinste Oxidation habe, ein kleines Loch habe, tritt da Öl aus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier eine schlechte Lötstelle habe, dann ist hier ist es ölig. Weil das Kältemittel, was rausgeht, das ist
In der Luft ist es ein Gas, das ist weg, aber das Öl bleibt hängen und bleibt liegen. Also das heißt, Lecksuchen ist auch eine Ölsuche. Bedingt aber, dass das System schon längere Zeit gelaufen ist mit einem kleinen Loch. Und hier diese Leitung ist jetzt oxidiert. Und da hat sich das Loch nicht über kurz gebildet, sondern über längere Zeit. Durch das konnte hier auch durch ein ganz kleines Loch Öl austreten. Und da hat sich dann in diesem Schlauch gesammelt. Leckagen auf Kühlsystemen treffen in zwei Sorten auf. Entweder ganz neu, dass sie in der Produktion nicht sauber gelötet waren. Das heißt, ein Gerät wird produziert, es wird getestet mit Kältemittel, das funktioniert. Wenn aber ein ganz ein kleines Loch drin ist, kann das oder wird übersehen beim Testlauf. Auch diese Füllstände, da habe ich mal bei einem großen Hersteller gearbeitet, Dampfos in Offenbach, die haben Füllstände produziert für Serieproduktion. Ja, wie lange geht das? Das geht über Hochvakuum, wird getestet, ob das Vakuum hält. Das geht dann vielleicht eine halbe Stunde, dann ist schon High-End hoch. Meistens geht das nur 10 Minuten. Erreiche ich das Vakuum? Ja, das Teil ist dicht. Punkt, füllen. Das ist ein automatischer Füllstand und der erkennt dann kein kleines Loch. Auch bei unserer Produktion, wo wir das zuerst mit Stickstoff abdrücken, über Nacht stehen lassen, morgens wieder den Druck messen, ja, wenn der Druck ein bisschen zusammengefallen ist, durchs Anhängen vom Schlauch, misst man diesen Druck auch nicht. Das heißt, beim Neugerät, das wird dann produziert, wird irgendwo hingekarrt, verschifft, versendet und kommt dann bei euch an und dann fehlt Kältemittel. Das ist ein Neuproblem. Das andere ist eben Oxidationen. Jetzt wie hier zum Beispiel ist auch kann auftreten, aber nicht bei einem Neugerät, sondern das sind dann eher bei Gebrauchten, jetzt hier 11 Jahre alt. Und was auch sehr viel auftritt, sind Löcher beim Abtauen. Ich habe hier das Kühlelement, das ist da und jetzt hat es aus innen dran Eis gebildet auf dem Kühlelement und dann kommt jemand mit einem Schraubenzieher und drückt da rein oder mit einem Küchenmesser und drückt da rein, dann kommt das Kältemittel raus und leer ist. Wenn ihr dann sagt, ich habe da nichts gemacht, könnt ihr gerade direkt sagen, ich habe reingestochen, ihr merkt es beim Abtauen, wenn da Gas rauskommt, ist viel einfacher für die Störungssuche. Weder wenn es heißt, ich habe da nichts gemacht. Oder die Frau war schuld. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Die Box ist so, der Kunde hat sich auch beklagt, die braucht ein bisschen viel Strom. Ja klar, die Box braucht viel Strom. Die Box ist noch Energieklasse A+. Vor 11 Jahren war das super. Heute haben wir Boxen 3x A+, also die brauchen die Hälfte Strom, was noch diese, sind aber auch wuchtiger. Auch ein bisschen größer, da mache ich euch hier unten ein Video von der besten Kühlbox, 3x A+. Er hat sich für so eine entschieden. Man könnte auch eine 35er nehmen, mache ich euch ein Video hier oben und noch eine kleinere, eine B30, das ist preislich sehr interessante Kühlbox, aber natürlich nur mit 30 Liter Volumen. Hier haben wir 41 Liter Volumen. Das ist, wenn ein Gerät ein Leck hat, also meistens nicht reparierbar. Du ein Nicht-Fachmann, und Fachmann ist ein weiter Begriff, also einer, der Haushaltsgeräte repariert, kann heute meistens nicht mehr im Kühlkreislauf eingreifen. Einer aus der Großkälte oder gewerblichen Kälte, industriellen Kälte, der sagt, was, hier gehören 50 Gramm rein? Das habe ich ja schon im Füllschlauch. Und meine Fülltoleranz sind 2 Kilo. Ja, der kann sowas gar nicht füllen, der sagt, das ist Spielzeug. Dann haben wir
Auto, Klima, Fahrzeugkühlung. Fahrzeugkühlung geht, der kann da vielleicht. Der mit dem Klima oder auch Hausinstallation, Klima, Gebäudetechniker, die Klimaanlagen fahren, die fahren auch viel mehr Kältemittel und zweitens fahren sie ganz andere Betriebsbedingungen. Die fahren mit Verdampfertemperaturen, also Kühlelement oder Kältemitteltemperaturen über 0 Grad, dass kein Kondenswasser entsteht, keine Frostbildung auf dem Wärmetauscher. Der kann das in der Regel auch nicht gerade. Und dass einer so ein bisschen mehr Erfahrung hat, wie ich, ich habe auf gewerblicher Kälte gelernt, ich bin ab zum Produzentennamen und Dampfers, dann habe ich auf Groß- und Industriekühlung gearbeitet, also Industrie, Eisbahnen, Prozesskühlung. Dann bin ich hier zurückgekommen, habe so mit Mikrokälte gearbeitet. Dann habe ich beim Betrieb gearbeitet, bin ich wieder weg von zu Hause, der Tieftemperaturgeräte gebaut hat. Das ist, ja, ganz eine andere Liga. Punkt. Und das hier für einen Großkältefachmann sagt, das ist ja Spielzeug. Aber wir leben damit, wir bauen das. Ich verlinke euch das Video hier vom Netzgerät, vom Nachfolger, hier unten von der besten Kühlbox, Energieklasse A3+. Etwa eine gleich große, eine B35, eine Y35PX und eine B30. Unser meistverkauftes Modell ist preislich ein Schlager. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt mir alle gesund.